Und damit ein wunderschönen Good Darts in die Runde. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffe, ihr werdet auch noch einen schönen Tag haben. Nee, das ist das Gleiche. Ganz kurz, um was es heute gehen soll. Heute geht es um 4 Dartsbücher, die ich euch vorstellen werde. Klingt jetzt vielleicht erstmal für den einen oder anderen uninteressant, aber ich empfehle euch wirklich dran zu bleiben, weil ihr hier wirklich Wissen gebündelt bekommt. Das bedeutet, ihr müsst jetzt nicht irgendwelche Rezensionen durchballern oder generell einfach mal gucken auf gut Glück. Ich würde sagen, die 900 Seiten, die ich insgesamt gelesen habe, haben mich geprägt. Beziehungsweise ich kann euch jetzt das Wissen oder jedenfalls das Wissen, was ich nicht erlangt habe in den Videos, weitergeben, so dass ihr die Bücher dann nicht kaufen müsst oder vielleicht kaufen müsst. Also wir legen los. Unser erstes Buch ist Weil Erfolg im Kopf beginnt, von Heike Schobagi. Sie hat das selbst verlegt. Auf Amazon kann man das Ding kosten für 15,24 € kaufen. Es ist ein etwas teureres Buch. Es ist ein Mitbrachbuch. Es hat um die, man kann es ganz reinluschern hier, 130 Seiten. Und es ist ein Mitmachbuch. Es geht wirklich um Mentaltraining und man soll da viel schreiben. Ich habe da auch sehr viel drinne reingeschrieben. Wir können da ganz kurz mal reinluschern. Und zwar, das kann ich besonders gut. Ich weiß nicht, ob man so gut erkennen kann, aber das Mitmachbuch, da schreibt man immer selbst etwas rein. Also ganz interessant. Mir persönlich hat das Buch einfach nicht so viel geholfen. Das liegt aber auch daran, weil ich ein sehr motivierter, ehrgeiziger, selbstbewusster Typ bin. Und ich habe das so vor 2 Jahren mal bekommen, habe das gelesen. Und ja, die meisten Dinge wusste ich schon und hatte ich generell so verinnerlicht. Aber ein paar Tipps gab es wirklich, die mich interessiert haben. Dennoch muss ich sagen, 15 € ist schon ganz schön teuer. Deshalb würde ich preis-leistungsmäßig eine 5 von 10 geben und an sich dem Buch Rating geben eine 7, weil man prinzipiell was lernt, aber wirklich, wenn man selbstbewusst ist und schon die Basics so drauf hat, würde ich sagen, ist es jetzt nicht so notwendig. Gut, gehen wir zum nächsten Buch und das ist 111 Gründe, Darts zu lieben von Gordon Shumway. Und Gordon Shumway ist ja vor allem bekannt durch diesen Sport1-Skandal, in dem er eine Frau kritisiert hat. Und auch dieses Thema gibt es in diesem Buch. Ja, es ist, ich muss sagen, das Buch an sich ist sehr, sehr geil. Also wirklich, er schreibt hier 111 Kapitel über gewisse Themen, die wirklich spannend sind. Also ich kann hier mal die Titelseite aufblättern. Zum Beispiel die Turniere oder ein neues Hobby muss her oder was, woher und warum. Also die Geschichte. Den Göttern so nahe beschreibt er mehrere Dartspieler. Also hier so ungefähr ist das Kapitel aufgebaut. Das Inhaltsverzeichnis vielleicht hier, um mal kurz reinzugucken. Und an sich finde ich das Buch wirklich super. Das Problem, was mich hier ein bisschen abfuckt, ist tatsächlich so, dass er selbst sich sehr in den Vordergrund stellt wirklich. Und das nervt halt auf die irgendwann. Ich finde, er ist halt ein Bundesligaspieler mal gewesen und das ist auch schön. Aber er stellt sich so sehr in den Vordergrund, dass es irgendwie ein bisschen nervig ist. Aber trotzdem, es ist schön geschrieben, es macht Spaß zu leben. Es kostet 13 €, dafür kriegst du 300 Seiten. Das ist wirklich vollkommen okay. Und 350 Seiten sogar. Und das macht Spaß. Deshalb würde ich dem Buch preis-leistungsmäßig auf jeden Fall eine 8,5 von 10 geben. Rating würde ich ganz normal raten, weil es schon sehr viel Spaß gemacht hat, aber er wirklich selbst manchmal ganz schön viel Dreck labert, würde ich auf eine 8 gehen. Das ist wirklich okay und kann man sich holen, wenn man nicht so viel von Gordon Shumway wissen möchte, dann würde ich es nicht empfehlen, weil er da schon ein bisschen viel schreibt. Gut, dann gehen wir zum vorletzten Buch und zwar habe ich hier 2 Bücher von Elmar Paulke rausgesucht und zwar sein zweites Buch, was er jemals rausgebracht hat, ist Game On und das Buch fand ich richtig toll. Das hat mir richtig Spaß gemacht zu lesen. Das war eins der ersten Dartsbücher, die ich jemals gelesen habe in meinem Leben und das war sehr, sehr geil aus dem Grund, weil er so die ganze Geschichte schön
anschaulich verbreitet hat, wie mit welchen Experten er zusammensaß, wo es mal ein paar Kriselmomente gab. Das fand ich richtig interessant. Auch diese Road to Ali Pelli fand ich toll. Und da hat er mal schöne Dinge erzählt, paar Rezensionen und fand das ganz schön. Und so habe ich ganz schön viel gelernt und das Buch fand ich wirklich super. Das Buch kostet 19 Euro preis-leistungstechnisch. Das ist also 19 Euro für ein Buch auf Amazon ist schon fett heftig, muss ich sagen. Dafür kriegt man sogar weniger Seiten als Gordon Shumways Buch. Hier sind so um die, ganz kurz gucken, natürlich auch keine Vorbereitung, 190 Seiten drin. Ich würde Preis-Leistungs eine 6,5 von 10 geben, aber normal war das schon eine, also mir hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ich würde auf eine 9 gehen sogar. Hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, damals das Buch zu lesen, als ich, glaube, 12 oder 13 war. Und deswegen war das schon sehr, sehr geil. Deshalb hier Elmar Paul gegeben und wirklich gut geratet. Ist ein gutes Buch von ihm gewesen. Schöne Anekdoten, einfach Spaß, finde ich toll. Kann man, wird wirklich lesen. Vor allem, weil es die Geschichte nochmal repräsentiert. Und aktuell ist es jetzt nicht geschrieben, ne, ist ja klar. Aber es ist jetzt nicht so schlimm, dass man wirklich gar nicht mehr mitkommt mit den ganzen Spielern und so, weil es schon so weit her ist. Also es ist noch im Rahmen. Und dann kommen wir zu dem letzten Buch. Und das ist ebenfalls ein wenig teurer. Und es ist ebenfalls von Elmar Paulke. Es kostet ebenfalls 18,95 Euro. Es hat ein paar mehr Seiten, das merkt man schon. Insgesamt 236 Seiten. Perfect Game, eine neue Ära im Profi-Darts. Und das Buch ist bekannt. Ja, das Buch ist tatsächlich eine Katastrophe. Also, ich würde es, also Katastrophe ist überspitzt, aber ich würde nicht noch einmal 19 Euro für ein Dartbuch zahlen, weil das Problem ist halt, es ist schon interessant, was er da macht und so. Und prinzipiell ist es auch gut zu lesen. Deshalb würde ich dem Buch an sich eine solide 7,5 von 10 geben, weil es wirklich interessant war, es hat sich schnell durchgelesen lassen. Aber das Problem ist, es gibt keinen richtigen Mehrwert durch dieses Buch, würde ich sagen. Er hat halt so ein bisschen seine Meinung über ein paar Spieler beschrieben, die man sonst natürlich trotzdem im Podcast oder so kriegen würde. Also er hat da ein bisschen was beschrieben über Spieler, aber das ist jetzt nicht so viel. Also er geht da wirklich auf mehrere Spieler ein, auf Gabriel Clemens, Nathan Espinel und das ist schade. Die jungen Wilden ist ein Kapitel. Also das Problem ist halt, man könnte das wirklich, Internetseite oder so kann man das nachlesen, das ist jetzt nicht so ein richtigen Mehrwert, den man davon kriegt. Jedenfalls habe ich ihn nicht davon bekommen. Das ist so meine Meinung, wo er halt, ja, er hat halt die Charaktere sozusagen vorgestellt, so ein paar Biografien durchgegangen. Ich kann hier nochmal reingucken, welche Spieler das explizit waren, die er hier begleitet hat. Mir sind nur noch, Gabriel Clemens, Fallon Sherrock, Peter Wright und Price, Espinel, Dimitri Vandenberg, genau sowas in der Art. Und da hat er dann ein bisschen was geschrieben und die Geschichten erläutert. Prinzipiell wirklich ein super Buch, aber Preis-Leistung eine Katastrophe. Weil, also Biografien über Espinel und die Spieler könnte man sich auch, keine Ahnung, auf Wikipedia reinziehen. Das dazu. So, das waren die vier Bücher. Das war jetzt vielleicht mal ein anderes Video. Aber ich hoffe wirklich, konnte euch ein bisschen helfen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es viele Bücher gibt, viele euch interessiert. Und dann bin ich froh, wenn ich euch da mal ein kleines Fazit geben zu kann. Das sind so meine Bücher, die ich bisher gelesen habe im Dart-Bereich. Okay, ich habe noch ein paar mehr gelesen, aber die waren absolute Katastrophe. Die kann ich mir nicht vorstellen. Na gut, das war's von mir an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne rein, ob ihr euch das ein oder andere Buch holen werdet. Wenn, dann könnt ihr mir auch gerne unten Fragen stellen zu den Büchern, falls ich das nicht ganz genau perfekt beschrieben habe. Gerne, gerne auch dazu fragen. Und dann beantworte ich die. Ich bin jetzt erstmal raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut darin. Ciao, ciao.